Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Hallo, es geht in die nächste Folge und ihr werdet euch sicherlich fragen, was macht dieser riesengroße Anhänger voller Kartoffeln hier am Hof? Ja, Sprit ist leer. Es tut mir leid für den vergeblichen Versuch, es nachzumachen, aber um sinnlos im Weltraum zu zitieren, wir haben keinen Sprit. Wer das kennt, als das damals rauskam, ich habe das, ja, sehr gefeiert. Das war schon sehr, sehr cool. Okay, also, ich kann Folgendes vermelden. Die Kartoffelernte lief sehr, sehr gut. Ich habe ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Wir reparieren mal das Fahrzeug und tanken es auf. In der Zeit gucken wir uns mal ein bisschen um. Also, das Feld hier ist komplett gepflügt, muss aber noch gekalkt werden. Ich habe aber übrigens sehr cool, ne? 1,80 Meter große Kette. Ich habe aber den Steinesammler drüber geschickt, weil ich eine Zeit lang nicht am Rechner war. Da habe ich gedacht, okay, dann kann der hier wenigstens unser Feld Nummer. Wir machen den Witz beim nächsten Speichern. Ich wollte nämlich jetzt erstmal ganz kurz nicht den Faden verlieren. Hallo. Unser Feld Nummer 4 auch von Steinen befreit und das muss dann tatsächlich jetzt gleich noch gekalkt werden. Das werden wir in dieser Folge beginnen. Hier, die warten auf den Kartoffelroder und der ist fast fertig. Auf das Feld hier kommt dann aber Baumwolle und daran erkennt ihr schon, dass ein kleines bisschen Zeit ins Land gegangen ist. Wir haben auch schon 17.10 Uhr jetzt im September und ich habe sowohl das Feld Nummer 10, 8 und 13. Also 10 ist, wir können mal hinspringen, unser Weizenfeld und das ist auch wieder mit Weizen beaufschlagt. Es ist hundertprozentig gedüngt, 98% Ertragsbonus, das passt. Feld Nummer 8 ist unsere Gelddruckmaschine und wird zumindest dieses Jahr nochmal, beziehungsweise die nächste Saison noch einmal als Senffeld gelten und danach möchte ich eigentlich Feld Nummer 12 in Senf umwandeln. 1,8 Millionen wird uns das kosten. Das wird genauso viel kosten, wie diese beiden Felder dann an Ertrag gebracht haben. So ungefähr. Hier sind wir auch bei 98%. Und Feld Nummer 13, da steht jetzt auch die Sämaschine. Wir brauchen auch unbedingt noch einen weiteren Terra-Truck. Auch bei 98%. Hier ist Gerste. Hier habe ich lange drüber nachgedacht, ob ich das wirklich machen will, weil wir einfach extrem viel Gerste schon haben und das Feld auch sehr, sehr groß ist. Allerdings habe ich mir so überlegt, Hafer hätte ich gerne ein noch größeres Feld. Also ist das jetzt hier erstmal so geblieben. So, du kannst zurück. Die beiden haben hier gepflügt. Die stehen hier nur rum, weil ich noch keine Zeit hatte, sie zurückzufahren. Also fahren wir mal zurück. Und du auch. So, dann müssen wir nochmal. Die stehen hier, dass wir keinen vergessen. Der braucht jetzt noch eine Viertelstunde. Der fährt zurück, die fahren zurück. Er ist repariert. Dann stellen wir den wieder an. Drescher abfahren. Feld 05. Baumwolle. Und 05 Überladewagen. Ist korrekt. Dann leg mal los. Da ist er auch wieder sauber. Ich hatte ja erzählt, dass ich diese Mod draufgenommen habe. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt dafür sorgt, dass hier ein bisschen mehr steht. On Street. Ja, weiß ich nicht. Habe ich aus dem Mod-Tab gezogen. Bin nicht so in Gänze durchdrungen. So, die fahren hier lang. Er steht hier so rum. Die stehen rum. Die Halle wird, wie gesagt, das nächste große Projekt werden. Damit habe ich dann auch erstmal alle. Dünger- und Saatgutproduktion braucht Mist. Wir haben aber kaum welchen. 8500 Liter. Ja, da müssen wir die dann wahrscheinlich einfach mal wieder abstellen. Das können wir ja mal machen. Dünger- und Saatgutproduktion. Ja, wir haben. Erstmal okay, ne? Erstmal okay. Deaktiviere ich mal.
Was ich, wenn ich eh schon hier bin, im Dauersprint mal kurz rausfinden kann, ist, wie viel Kalk wir haben. Wir werden eine Menge Kalk brauchen. Ich habe die Modifikation, die mir so ungefähr anzeigt, wie viel Kalk wir bräuchten, aber runtergeworfen, weil ich das Gefühl hatte, dass die auch für ein paar Performance-Probleme verantwortlich war. Hier sind 73.000 Liter, das ist nicht viel. Und das heißt, ich werde mal irgendeinen losschicken. Achso, da können wir den Fendt losschicken, der hat das eh schon dran. Nochmal Kalk holen. Also, ab zum Händler bitte. Du bist angekommen bei Hofparken, Tank mal voll. Ja, vielen lieben Dank auch für euren Zuspruch unter der letzten Folge bezüglich des, oder bezüglich meines angesprochenen Themas, dass nicht genug passiert hier auf der Karte. Ist auch der Grund, warum ich jetzt mal ein bisschen mehr vorgespult habe. Ich versuche dann natürlich wirklich so die Balance zu halten. Viele von euch haben mir geschrieben, hey, mach so weiter und das ist bei der Karte nun mal so, das gehört dazu. Schreibt mir bitte einfach gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, du, das ist ein bisschen langwierig, das macht wenig Spaß, überspring das bitte, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ich glaube allerdings, komplett drauf zu verzichten, dass das auch mal ein paar mehr Folgen sind in einem Monat, wird insbesondere im Hinblick auf die noch kommenden Folgen und Felder sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wem dann das nicht gefällt, ja, der lässt vielleicht eine aus oder so, habe ich mir schon überlegt. Ne? Wäre ja auch eine Möglichkeit. So, wo ist denn der Kollege? Der wird ja wohl hoffentlich gleich hier auftauchen. Hier ist auch nicht mehr viel Sprit drin, aber die 3-4 Bahnen schafft er jetzt auch noch. Und wenn wir dann erstmal, wir werden aber auch noch weitere kleine Hallen brauchen. Ist einfach nicht genug Platz. Ach so, und Solarplatten war ja eigentlich auch noch so ein Thema. Naja. So, du bist auch angekommen. Das lief auch tipptopp. Ich will nicht unzufrieden sein. So, wir sind kurz vor Weihnachten. Und deswegen möchte ich auch hier noch zusehen, dass ich die nächsten paar Folgen ein bisschen weihnachtliches Flair hier hineinbekomme. Mit Flipflops und einem Strandschirm. Und hier müssen wir im Gegensatz zur Castlenau auch nicht so aufs Geld achten. Also, kann das ruhig ein bisschen weihnachtlicher sein. Das ist ja fast ein bisschen klein. Das passt. Unsere lieben Kühe. Und auch noch einer ab. Und so. Ich glaube, das ist erstmal in Ordnung. Was ist das eigentlich auf den Geschenken hier drauf? Kleiner Trecker macht Sinn, kleiner Mähdrescher auch Sinn. Oh, ein Anhänger, aber mit Deichsel, ein Pferdchen und ein Miststreuer. Würde ich mal vermuten. Haben wir hier noch Platz? Ja. Also alles, was der moderne Landwirt von morgen braucht, um schon mal in der frühen Phase auch entsprechend geprägt zu werden. Hier kommt... Jawohl! Der braucht ein Gewicht vorne. Na, jetzt brauche ich es auch nicht mehr machen. Kurz vor Schluss. Wie gesagt, sicherlich nicht der perfekteste Weg, das zu machen, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ein einziges Mal stand der Abfahrer direkt vor dem vor dem Vollernter und dann ging es nicht weiter. Ansonsten ohne einmal eingreifen. Sollten wir das nochmal machen, brauchen wir definitiv zwei von denen, weil die Stillstandszeit mir dann doch zu hoch war über die gesamte Phase. Favorit. So, beim letzten Mal haben wir ja
Kalk mit dem Radlader verladen. Naja, machen wir es diesmal mal wieder auf die klassische konventionelle Art. Kalk. So. Mal gucken, ob das hier auch funktioniert. Autoload muss abgeschaltet sein. Dann fährt man neben das zu verladende Material, drückt Steuerung Alt Y. Der müsste dann eigentlich wechseln auf das, was aufgeladen werden soll. Ich probiere das mal aus. Steuerung Alt Y. Europalette mit doppelter Länge ist auf jeden Fall falsch. Steuerung Alt Y. Okay. Einschalten, Steuerung Alt Y geht auch nicht. Na gut. Nicht schlimm. Big Bags. So, 16 haben wir. Dann fehlen noch 4. Klasse. 40.000 Liter Kalk. Hof-Silo-Kalk. Und dann können wir den Kalkstreuer schon mal fertig machen. Ich glaube, ich nehme den hier. Der hat A, die Power. Und B, auch das entsprechende Tankvolumen, dass der nicht dann gleich wieder kaputt geht oder stehen bleibt wegen kein Spread. Feld 4 Mais. Los geht's. Das wird dauern. Das wird richtig lange dauern. Und da würde ich das dann auch nochmal so ein bisschen nebenbei laufen lassen, sodass wir in der nächsten Folge dann auf jeden Fall in den Oktober springen. Im Oktober werden wir dann ernten müssen. Auf jeden Fall die Cranberries. Die Zuckerrüben. Normal die Baumwolle haben wir aber nicht. Also der Mais, der Oktober wird, nächstes Jahr wird das eine richtige Nummer. Da werden wir den Mais ernten, da werden wir die Zuckerrüben ernten, da werden wir die Baumwolle ernten und natürlich die Cranberries. Und den Reis. Nein, der Reis. Ich bin schon wieder bei Reis. Wir sind ja jetzt bei Senf. Reis haben wir ja gar nicht. Jedes Mal. Ist doch nicht. So, der hat da entladen. Hat er gesehen. Tipptopp. Gut. Hier können wir noch ein bisschen was verladen. So, und was ich hier nochmal machen wollte, den Tipp habe ich heute tatsächlich gerade bekommen unter einer etwas älteren Folge. Nämlich der Hinweis, hier fehlt noch eine Grillecke. Ich glaube, einen Grill haben wir doch jetzt. Oh, ich gucke noch mal weiter. Ja, bin ich schon, was ist das denn? Neuer TV. Aha. Neben einem Plumpsklo. Eine Mikrowelle. Ach, ein Radio. Eine Platte. Hoffentlich Papa-Platte. Ja, ich glaube, das mit diesem Pavillon war schon somit das Beste. Grilltechnisch. Hier kommen jetzt die Häuser, die Parkplätze. Jede Menge Blumen. Oh. Cool. Den finde ich cool. $350, wenn die meinen echt, sind die unendlich teuer, diese japanischen Zwerg irgendwas, ich weiß gar nicht, was sie sind. Bonsais auf jeden Fall. Der Größe sind die, glaube ich, ein bisschen teurer als $350. Hier die super Steine auch, ne? Ah, das ist aber schon wieder zu viel. Besser, ich habe so viel Deko hier. Gibt's auch gar nicht. So, okay. Also wieder ganz nach vorne.
Ich würde mir für einen neuen Alice auch wünschen, dass die das alles ein bisschen, das ist so, ja, ich weiß, das ist konsolenoptimiert. Ich freue mich auch für alle, die das auf der Konsole spielen. Ich will euch das auch nicht wegnehmen, aber, ist das? Müll. Aber irgendwie ist das für diese Menge nicht ausgelegt. So, haben wir noch eine kleine Grillecke. Ist doch ganz cool. Und spontan fällt mir natürlich ein, dass wir dann hier auch einen Tannenbaum brauchen. Mitten auf... Oh, hierhin vielleicht. So. Können wir schon was aufladen wieder? Oh, nur so ein bisschen. Oh, mal hier die beiden. Ja, diese ganzen kleinen Deko-Geschichten sind tatsächlich eigentlich der Hauptgrund, warum ich ungern die Karte wechseln möchte. Weil wenn wir dann wirklich nochmal... Vorne anfangen wir das alles weg, das wäre schon schade. Und wir haben hier noch so viel zu sehen und so viel zu machen. Da fangen wir lieber nochmal irgendeine andere Karte an. Es gibt ja noch durchaus noch größere Karten. Die könnte man ja auch nochmal ausprobieren. Oder kleinere wie die Castlenau. Oh, nicht ins Blumenbeet, Mann. Junge! Okay, so. Er zieht die vorletzte Bahn hier. Wahrscheinlich, das ist noch Teil des Vorgewendes. Der ist wahrscheinlich gleich durch mit der Nummer. Dann kann ich die alle nach Hause schicken hier. Und dann müssen wir uns hier mal den Boden angucken. Benötigt Kalk, war ja klar. Muss gepflügt werden. Aha, aha, aha. Er ist angekommen. Können wir gleich nochmal zum Händler. Wenn wir zwei Felder kalken müssen, dann... brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Kalk. Tipp, 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 2, 1,5, 1, 0, 5 und los. Fett hat jetzt auch irgendwie so einen umgebauten Miststreuer für Kalk, wo dann noch mehr reingeht. Weil das ist ja hier vom Gewicht her schon kaum noch zu handeln. Okay, also. 2 Vorgewände. Den Witz. Schlafe ich hier auf Baum oder was? Drogen hatten wir. Was geschieht, wenn man im IKEA beim Klauen erwischt wird? Man wird vermöbelt. Ich meine, ich ver... Erster Wegpunkt, los. Und dann auffüllen. Hofsilo Kalk. Kalk, Cosplay-Modus an. Man wird vermöbelt. Ja. Ich verstehe das Wortspiel, ja, aber es ist halt nicht lustig. Oh, fertig. Ja, das war jetzt die Kartoffelernte mal ein bisschen eingekürzt. Ich glaube, das war jetzt hier für diesen Fall auch absolut in Ordnung, weil nicht genug andere Sachen parallel laufen. So, den Rest hier rein. Und einklappen, den ganzen Lachs. Das ist schon echt richtig cool. Hab einen heiden Respekt vor den Konstrukteuren solcher Maschinen. Also nicht nur die so innerhalb der, ich sag mal, zulässigen Straßenverkehrsordnungsgeschichte zu bauen, sondern dann so einen halben Transformer. Sehr cool.
Also, und hier können wir jetzt auch mal was ausprobieren. Pullen und abliefern. Genau, hier könnten wir nämlich jetzt einstellen. Ware zu Hof parken, abliefern bei Hofsilo Input, Kartoffeln. Los, und dann klicken wir hier drauf, dass er erst zu Hof Silo fährt. Das heißt, er müsste jetzt zum Silo fahren, das abladen, fährt dann zu Hof parken und bleibt da stehen, weil er da natürlich nichts aufladen kann, weil wir bei Hof parken nichts verladen. Müsste also klappen. Mal gucken. Du hast nichts drin, dann kannst du direkt zu Hof parken fahren. Und wir müssen den hier zum Baumwollfeld. Wir müssen auch mal hier sind noch die anderen Feld 5 Geschichten. Schaffst du? Oh. Läuft so ein kleines bisschen, als wäre da was in die Hose gegangen. Ist angekommen bei Händler. Also 8, 8 und 4. Sieht cool aus. Das war wirklich eine Menge Kalk. Bei Kalk muss ich immer an Kirlenkalk denken. Ah, der Steinesammler ist auch fertig. Also in dieser Folge ist aber wirklich sehr viel passiert, Zwinker, Zwinker. Sehr viel. Kommt ja kaum hinterher mit den Dingen, die hier passieren. Der Ventor ist auch angekommen. Na dann, tank mal auf. Wie viel Sprit haben wir denn noch? Null. Okay. Oh, wir haben so viel Geld, aber gar nicht. Nochmal 2000 Liter. Das erstmal reichen. Ist ja natürlich wieder einmal raus aus dem Träger. Naja, dann muss ich da Zukunfts-McCracken mit beschäftigen. Wer stellt die Fahrzeuge denn bitte einfach so weg? Ja, die parken wir jetzt hier nur bis zum nächsten Geldregen und dann wird die Halle gebaut und dann kommen die alle in die große Halle hier. Müssen wir Hof parken. Du kannst voll tanken. Der Überladewagen für die Kartoffeln. Ja, wo soll der jetzt noch hin? Ist neben den anderen Überladewagen. Scheint mir aber ein bisschen eng. Ja, klappt. Okay, also, dann gehen wir mal durch. Weihnachtlich Deko haben wir gemacht. Hier auch. Die paar Sachen haben wir verladen. Grillecke haben wir gemacht. Du kannst dann nach Hause. Und du kannst direkt loslegen. Was für ein verrücktes Lenkrad. Glaube, ich bin kein Fan. So, ein Fahrzeug, Vorgewende scharf, starten auf den Bahnen. Los geht's. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir's. In der nächsten Folge sehe ich mal zu, dass ich mit dem Kalken durch bin. Dann gehen wir in den Oktober. Im Oktober wieder viel zu tun, aber noch nichts gegen den Oktober vom nächsten Jahr. Da wird richtig heftig. Nächsten Projekte sind die große neue Halle, die wir hier vorne hinbauen wollen. Hier. Und ich denke, ich werde hier nochmal zusehen, dass ich noch so kleinere. Vielleicht ziehen wir das hier nochmal ein Stück weiter durch, machen unser Testfeld weg. Und gucken mal, oder hier noch kleinere Sachen, dann mittig, da finden wir schon einen Weg, dass wir so diese ganzen kleinen Sachen auch irgendwie noch irgendwo mit unterstellen. Das gehört für mich alles hier in diese Solarhallen. Dann diese Großmaschinen und die Gespanne, die dann halt in diese neue Halle. So ist erstmal der Plan. Okay,
Also, ich hoffe, ihr konntet mitkommen bei all dem, was hier passiert ist in der Folge. Zwinker, zwinker. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.